Eine Aortenklappenverengung oder Stenose im medizinischen Jargon ist eine inkomplette Öffnung der Aortenklappe. Meistens ist die Klappe auch verkalkt, immobil, die drei Taschen verkleben und öffnen nicht mehr richtig. Und die Öffnungsfläche, die normalerweise bei Erwachsenen ab 1,5 Quadratzentimeter beträgt, ist im schlimmen Falle unter 1 Quadratzentimeter, also quasi so punktförmig. Das belastet das linke Herz insgesamt, führt zu einer Linksherzinsuffizienz und unter Belastung sogar zu Angina pectoris, zu Brustschmerzen und manchmal sogar zu Bewusstlosigkeitsanfällen.